Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch in einem kleinen, schnellen Video zeigen, wie ihr das Light Extension für den LS19 in einem Fahrzeug verbaut. Wofür wird das gebraucht? Das Light Extension wird für verschiedene Rundumleuchten benötigt oder Lichtbalken. Und ganz wichtig für Frontblitzer. Da ich ein Tutorial machen möchte, wie man Frontblitzer verbaut, brauchen wir auf jeden Fall das. Und somit dachte ich mir, mache ich das in zwei Videos, weil nicht jeder braucht beide Sachen auf einmal. Wir brauchen einmal, ja gut, für dieses Video brauchen wir die Frontblitzer noch nicht. In diesem Video brauchen wir einfach nur unseren Mod. Und ich stelle euch einen kleinen Ordner zur Verfügung, wo ich eine kleine Anleitung gemacht habe. Ob ich die Lua-Datei zum Download freigeben darf, weiß ich noch nicht. Ansonsten müsst ihr euch die Lua-Datei aus irgendeinem anderen Mod ziehen. Weil man konnte sich das auf jeden Fall mal runterladen, aber soweit ich weiß, ist der Modder, der das gemacht hat, nicht mehr in dem Modding-Team drin. Und somit kann man das nicht mehr downloaden. Vielleicht kann man es jetzt wieder downloaden, ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall schon bisschen länger auf dem PC. Gut, dann fangen wir direkt an. Natürlich brauchen wir auch den Giants Editor, aber das sollte ganz klar sein. Als erstes klicken wir hier Rechtsklick umbenennen, Steuerung C und machen einen neuen Ordner. So. Das kann weg. Kopieren wir die ganzen Sachen in unseren neuen Ordner rein. Dann können das zur Seite. Und dann gehen wir in unser Mod rein. Als erstes, falls hier jetzt noch kein Ordner in eurem Mod drin sein sollte, macht ihr einen neuen Ordner, der Scripts heißt. In den Ordner kopiert ihr euch dann diese Lua-Datei rein. So und so. Dann gehen wir in die Moddesk mit Notepad++. Und jetzt müssen wir gucken. Bei mir ist es jetzt der Fall, dass das hier und das hier schon in der Moddesk drinne steht. Somit brauche ich jetzt nur diese Zeile. Falls das bei euch nicht drinne stehen sollte in der Moddesk, dann braucht ihr natürlich das alles. So, dann kopieren wir uns das Ganze einfach raus. Ihr könnt das natürlich auch einfach so abschreiben, dann müsst ihr euch das nicht downloaden, aber ja. Ich bin zum Beispiel faul. So, dann gehen wir hier hin, drücken Enter und Steuerung und V. So, und damit das ein bisschen schöner aussieht, machen wir das so. Genau, wenn ihr jetzt einen Ordner in eurem Mod gemacht habt, dann könnt ihr das so stehen lassen. Dann brauchen wir, ich zum Beispiel brauche jetzt auch nur diese Zeile. Weil alles andere habe ich ja schon in der Mod, der ist drinne stehen. Ich sage da gleich trotzdem noch mal kurz was zu. Also falls dieser ganze Batzen jetzt bei euch nicht stehen sollte, dann braucht ihr ja das alles so. Und hier steht Name, Mod, Name. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Wenn wir nämlich in die Sprinter XML gehen, das ist der Name hier oben. Wenn da jetzt der Standardname vom Giants Editor drinne steht, müsst ihr den leider einmal ändern, wie zum Beispiel hier in Sprinter MK4. Ganz wichtig ist bei dem Namen aber, dass ihr da kein Leerzeichen zwischen macht. Habt ihr den dann umbenannt, dann haut ihr den Namen hier rein. Bei Parent ist das so, bei, ich glaube, LKWs. Ja, Sprinter, also Bullis und bei Autos ist das dieses Base Drive Able. Bei LKWs bin ich mir unsicher, aber ich glaube wohl. So, wenn wir das dann gemacht haben, also diese Zeile die unten eingefügt haben, sind wir hier eigentlich auch schon fertig und können das speichern, können die Moddesk schließen.
Dann gehen wir jetzt in die Fahrzeug-XML, also bei mir Sprinter-L2. Drücken STRG und F. Und suchen einfach mal nach Light. So, dann sehen wir hier die ganzen Lichter. Und hier hört das Ganze auf. Klicken jetzt mal Enter. Ja, so. Und kopieren uns das Ganze hier einfach raus. Mit Steuerung und C und hier wieder Steuerung und F einfügen. Und das war es eigentlich schon. Was wir hier mitmachen, das zeige ich euch dann im nächsten Tutorial. Es sind jetzt 5 Minuten vergangen für dieses Video, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie man dies verbaut. Dann ja, speichern wir das Ganze, schließen das und schon habt ihr das in eurem Fahrzeug verbaut. Ich hoffe, mit dem kleinen kurzen Video konnte ich euch weiterhelfen. Falls ja, zeigt es mit einem Like und natürlich ganz wichtig, kostenlos abonnieren. Wir sind jetzt fast 700 Abonnenten und das ist halt wirklich Wahnsinn. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und bis zum nächsten Tutorial. Bis dahin und tschüss.